Aidale, Aidale, Oder gehat Aweibale, Aweibale, Aweibale. Oben sie gehat Akkadischu, Akkadischu, Akkadischu. Istus Kadischu gestorben, gestorben, gestorben. Amul is gewein Aidale, Aidale, Aidale. Samstag, 20. Juni 1942. Es ist eine eigenartige Empfindung, dass ich nun ein Tagebuch führen werde. Ich habe nicht die Absicht, dieses gebundene Heft mit dem hochklingenden Namen Tagebuch jemals jemandem zu zeigen. Oder es müsste dann schon der Freund oder die Freundin sein. Andere interessiert es wahrscheinlich auch nicht. Ich habe keine Freundin. Um nun die Idee von der lang ersehnten Freundin in meiner Fantasie noch zu steigern, will ich nicht wie jeder andere nur Tatsachen in mein Tagebuch schreiben, sondern dieses Tagebuch meine Freundin selbst sein lassen. Und diese Freundin heißt Kitty. Liebe Kitty, ich nehme an, du bist erstaunt, dass ich trotz meiner Jugend schon über Verehrer spreche. Leider aber ist dies Übel an unserer Schule unvermeidlich. So wie einer der Jungen fragt, ob er mit mir nach Hause radeln darf, kann ich sicher sein, dass der betreffende Jüngling sich Hals über Kopf in mich verliebt und mich eine Weile nicht mehr aus den Augen lässt. Nach einiger Zeit legt sich das wieder. Besonders, da ich die verliebten Blicke überhaupt nicht sehe und vergnügt weiterradle. Morgen bin ich bei Harry eingeladen. Ich bin gar nicht verliebt. Ich kann noch einen Freund haben. Es findet auch niemand etwas dabei, dass ich einen Freund habe. Oder wie Mutter sagt, einen Kavalier. Ich merke, dass Harry sehr verliebt in mich ist. Und ich finde es zur Abwechslung ganz hübsch. Macho würde sagen, ein netter Kerl. Das finde ich auch. Und sogar noch etwas mehr. Schön bin ich schön, schön ist mein Nomen, hat man mir schön ich im Verzahmen, Rabunim, Rabunische Teure, ist doch sehr groß, bin ich bei mein Mamen, a lichtiger Reus. A schön Mädle bin ich, heute säcklich trockig, Geld in die Taschen, Wein in die Flaschen, Milch in die Kriegerlich, Kinder in die Wiegerlich, schreien alle schön, schön bin ich schön. Besser am Melamed, a viele a Besen, Eidan Studenter mit zerrissene Häusen. Besser aber Helfer mit a Dutz kleine Kinder, Eidan gua a Doktor mit a zerbrochenem Zylinder. A schön Mädle bin ich, heute säcklich trockig, Geld in die Taschen, Wein in die Flaschen, Milch in die Kriegerlich, Kinder in die Wiegerlich, schreien alle schön, schön bin ich schön. Besser Prost a Kläusnik, a viele nicht kein Guter, Eda an Apteker, was prägelt Fleisch auf Butter? Ich will nehmen nach Hussit mit den gulangen Peyes und er wird mir bringen von unserem Kameyes. Aschein Mädle bin ich, heute säcklich trockig, Geld in die Taschen, Wein in die Flaschen, Milch in die Kriegerlich, Kinder in die Wiegerlich, schreien alle schön, ja, schön bin ich schön. Am 20. Januar 1942 wurde auf der Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage beschlossen.
Adolf Eichmann am 20. Juni 1942 in einem Telefongespräch mit dem Auswärtigen Amt in Berlin. Es besteht die Absicht, ab Mitte Juli oder Anfang August in täglich einzusetzenden Eisenbahnsonderzügen je 1000 Juden zum Arbeitseinsatz nach Auschwitz abzubefördern. 40.000 französische, 40.000 niederländische und 10.000 belgische. Es wird gebeten, in jedem Falle für eine gesonderte Sicherstellung der Vermögenswerte Sorge zu tragen. Samstag, 20. Juni 1942. Liebe Kitty, ein diktatorisches Gesetz folgte dem anderen. Und speziell für die Juden wurde es besonders schlimm. Sie mussten den Stern tragen, sie mussten ihre Fahrräder abgeben, sie durften nicht mehr mit der Straßenbahn fahren, von Autos gar nicht zu reden. Juden durften nur zwischen 3 und 5 Uhr und dann nur in jüdischen Geschäften einkaufen. Sie durften abends nach 8 Uhr nicht mehr auf die Straße gehen und sich nach dieser Zeit auch nicht mehr auf dem Balkon oder im Garten aufhalten. Juden durften weder ins Theater noch ins Kino gehen noch andere Vergnügungsstätten aufsuchen. Sie durften auch nicht mehr schwimmen, Tennis und Hockey spielen, überhaupt keinen Sport mehr treiben. Juden durften nicht mehr zu Christen zu Besuch gehen, jüdische Kinder müssen jüdische Schulen besuchen, und so häuften sich die Bestimmungen. Unter diesem Druck stand von nun an unser ganzes Leben. Jopi sagt immer, ich traue mich nicht mehr irgendetwas zu tun, weil ich immer Angst habe, es ist ja doch verboten. Schon am 22. und 23. Februar 1941 fanden in Amsterdam die ersten großen Razzien auf Juden statt. Daraufhin veröffentlichte die illegale Kommunistische Partei der Niederlande einen Aufruf. Darin heißt es: Die Nazis haben in Stadtgebieten mit starker jüdischer Bevölkerung wie Tiere gehaust. Diese Judenpogrome sind ein Angriff auf die ganze arbeitende Bevölkerung. Organisiert in allen Betrieben Proteststreiks. Seid solidarisch mit dem jüdischen Teil des arbeitenden Volkes. Entreißt jüdische Kinder der Nazi-Gewalt. Nehmt sie in eure Familien auf. Streikt, streikt, streikt. So begann am 25. Februar 1941 in Amsterdam der Generalstreik, der sich auch auf andere Städte des Landes ausdehnte. Mittwoch, 8. Juli 1942. Liebe Kitty, zwischen Sonntagmorgen und heute scheinen Jahre zu liegen. Es ist unendlich viel geschehen. Es ist, als wäre die Erde verwandelt. Aber Kitty, ich lebe noch und das ist die Hauptsache, sagt Vater. Ja, ich lebe noch. Aber frage mich nur nicht wie. Wahrscheinlich begreifst du mich heute schon gar nicht mehr. Macho kam ganz aufgeregt an die Tür. Anne, für Vater ist ein Aufruf von der SS gekommen, flüsterte sie. Ich erschrak furchtbar. Ein Aufruf. Jeder weiß, was das bedeutet. Konzentrationslager? Einsame Zellen sah ich vor mir auftauchen. Und dahin sollen wir Vater ziehen lassen? Das geht natürlich nicht, sagte Macho bestimmt. Mutter ist zu Van Daans gegangen, um zu besprechen, ob wir nun schon morgen untertauchen. Van Daans gehen mit, dann sind wir 7. Ganz still war es. Wir konnten nicht sprechen. Untertauchen. Wo sollen wir untertauchen? In der Stadt? Auf dem Lande? In irgendeinem Gebäude? In einer Hütte? Wann? Wie? Wo? So liefen wir durch den strömenden Regen. Vater, Mutter und ich, jeder mit einer Aktentasche und einer Einkaufstasche bis oben voll gepfropft mit einem wüsten Durcheinander. Die Arbeiter, die früh zur Arbeit gingen, sahen uns mitleidig an. Der auffallende gelbe Stern sagte genug. Das Versteck ist im Geschäftshaus von Vater. Liebe Kitty, ich glaube, dass ich mich hier nie zu Hause fühlen werde. Es kommt mir manchmal so vor, als wäre ich in einer etwas merkwürdigen Pension. Eigenartige Auffassung vom Untertauchen, findest du nicht? Unser Hinterhaus ist ein wirklich ideales Versteck. 2. September 1942. Liebe Kitty,
Herr und Frau van Daan haben sich schrecklich gezankt. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Vater und Mutter würden sich nie so anschreien. Der Anlass war so nebensächlich, dass es sich nicht lohnt, ein Wort darüber zu verlieren. Für Peter, ihren Sohn, ist es schrecklich, dazwischen zu stehen. 27. September 1942. Liebe Kitty, Krach mit Mutter gehabt zum Sohn zu vierten Male in der letzten Zeit. Wir verstehen uns oft nicht und auch mit Macho komme ich nicht mehr so aus. Ich finde den Zustand gar nicht schön. Ich habe aber eine ganz andere Natur als Mutter und Macho. Es scheint für manche Eltern ein besonderes Vergnügen zu sein, nicht nur ihre eigenen Kinder zu erziehen, sondern auch die Kinder aus ihrem Bekanntenkreis. Dazu gehören die Van Daans. An Macho ist nichts zu erziehen. Sie ist die Liebe, Güte und Klugheit selbst. Aber was sie zu viel hat, habe ich zu wenig. Mehrmals während des Essens regnet es Ermahnungen und ich kann meine kecken, manchmal frechen Bemerkungen einfach nicht lassen. Vater und Mutter halten immer zu mir. Und ohne sie könnte ich einfach nicht durchkommen. Wie oft die Van Daans mir auch vorhalten, dass ich nicht so viel reden und mich nicht um alles kümmern soll und dass ich zu unbescheiden bin. Ich falle doch immer wieder in meine alten Fehler zurück. Was wird das auf sein Mutter entfernt mir? Bist ärger noch, fin früher geworden. Backlog tut sich der Rebbe ein, auf dir, als die der Geist ihm seine Juren. Es ist nicht genug, die willst nicht lernen, gar. Dem Reben aber tust der Zernen, schlagst du sich herum und spielst sich nur und stärst die kinderlich das Lernen. Nicht dem ist das, was der Rebbe sagt, ein schlechter Mensch, nicht da sein Gleichen. Verwusst erzählt er nicht, wie er uns schlockt, sie taten Jud im blauen Zeichen. Hab mit der Fremden sich zerwirtelt, Bleus, er hat mein Kommischel zerrissen. Der Pfarrer hat uns der Rebbe auf sein Scheiß noch mit der Niegendal geschmissen. Oi, was wird das auf sein Mutter, sag' sie mir, die solcher sagen, ich muss sie glauben. Die eckt sich ganze Tag herum in Häuf und chavrest sich mit Janneks Träuben. Sie ist doch schön für jeden Sock allein, mit Täuben sich herum zu jagen. Aus Nächten Mutter wieder mit der Stein, dem Schochen Scheiben ausgeschlagen. Nicht dem ist das, es ist noch kein Maräus, ein Stickel Scheib, mit Kids zu kleiden. Ich jag sich nicht, ich guck sich zu nur bloß, wie schön die Teibelig sich schweben. Wie frei sie springen sich herum in Häuf, wie schön die Kernelig sie picken. Wie schnell sie geben sich ein Losser Häuf, wenn sie ein fremde Teub der Blicken. Was wird das auf sein Mottel, fragt doch nur, a größer Jung, keine Haare. Wenn ich bin alt gewesen, 13 Jahre, gekannt wie Wasser, die Gemäure. Ait muss lernen, teure mit Kreuzfreit, nicht haben Narrigkeit im Sinnen, als wohl dem Mensch, was ist zu Gott zu leid, was gern gut lernen und Geld verdienen. Der See dort einmal der Zelt von dir, pflegst euch nach Deibelig sich jagen, bist euch viel besser nicht gewesen von mir, dein Rebbe hat dich euch geschlagen. Ein kennst du lernen und hast Geld dazu, ob taten ju von mir kein Meure, wenn ich wär'n Kreuz, wär' ich wie du, verdienen Geld und lernen teure.
7. Dezember 1942. Liebe Kitty, Chanukka und St. Nikolaus fallen in diesem Jahr beinahe zusammen. Chanukka haben wir Kerzen angezündet. St. Nikolaus Abend am Samstag war aber noch viel schöner. Um 8 Uhr öffnete Vater den großen Wandschrank und alle riefen, oh, und wie schön. Da stand ein großer Korb, reizend mit buntem Papier verziert und symbolisch geschmückt mit der Maske vom schwarzen Peter. Alle bekamen ihre Geschenke, immer mit passenden Versen dabei. Ich bekam eine große Pfefferkuchenpuppe, Vater Bücherstützen, Mutter einen Kalender, Frau van Daan einen Staubtuchbehälter, Herr van Daan einen Aschenbecher. Für alle war etwas Nettes erdacht. 1944 haben wir St. Nikolaus und Weihnachten in Bergen-Belsen verbracht. Ich lernte die Familie Frank, Otto und Edith und ihre Töchter Macho und Anne in Westerbork kennen, dem Auffanglager in den Niederlanden. Vor allem mit Edith Frank hatte ich guten Kontakt. Sie war ein liebenswerter, intelligenter, warmfühlender Mensch. Meine Schwester und ich waren oft mit ihr zusammen. Wir müssten Batterien spalten und die Kerne herausholen. Am 3. September 1944 gingen wir auf Transport. Es war der letzte Transport aus den Niederlanden. Paris war schon befreit. Die Alliierten hatten Limburg erreicht. Es wurde gemunkelt, dass wir nach Auschwitz gehen sollten. Wir glaubten es nicht. Aber wir kamen nach Auschwitz. Über 1000 Menschen, 3 Tage und 3 Nächte in Viehwagen gepfercht. Als sich die Türen endlich öffneten und wir herausstürzten, wurden die Familien, Männer und Frauen voneinander getrennt. Meine Schwester und ich blieben zusammen. Wir waren Strafgefangene, weil wir im Widerstand tätig gewesen waren und wurden von den Nazis als Verbrecher behandelt. Und genau registriert. Diese bürokratische Gründlichkeit schützte uns vor sofortiger Vergasung. Meine Eltern wurden noch am gleichen Tag in die Gaskammer geschickt. Meinen Bruder verloren wir aus den Augen. Er kam später in Auschwitz um. Man versuchte uns gleich, die menschliche Würde zu rauben. Alles wurde uns abgenommen. Wir wurden kahlgeschoren. Männer liefen mit Peitschen herum. Eine Nummer wurde uns eintätowiert. Auschwitz war eine organisierte Hölle. Jeden Tag stundenlang Appell stehen. Sinnlose Arbeit. Wir müssten Steine von einer Seite zur anderen schleppen und am nächsten Tag wieder zurück. Wir wurden angebrüllt und beleidigt. Angst vor Selektionen, vor den Gaskammern und vor dem Geschlagenwerden saß uns ständig im Genick. Aber jeder bekam täglich eine dünne Suppe, etwas Muckefuck und alle 2 Tage ein Stückchen Brot, etwas Margarine und Harzer Käse. Anfang November gingen wir wieder auf Transport. Vorher mussten wir stundenlang Appell stehen, Selektion. Wer noch einigermaßen gesund war, ging mit dem Transport. Das war einer der ersten Transporte zur Evakuierung von Auschwitz. Später mussten die Gefangenen laufen. Wieder im Viehwagen gesperrt, fuhren wir durch Deutschland. Als wir nach einigen Tagen und Nächten herausgelassen wurden, waren wir außerhalb von Celle. Während des Transportes waren viele gestorben. Wir mussten uns in 5er Reihe aufstellen und liefen nach Bergen-Belsen. Eine Menge Menschen haben uns gesehen. Fußgänger auf dem Fahrrad und auf Pferdewagen. Alle haben uns ausgemergelte Gestalten gesehen. Aber nach dem Krieg hat keiner was gewusst. In Bergen-Belsen atmeten wir auf. Da war Heide, Grün, Bäume,
Kein Gestank von verbranntem Menschenfleisch. Da war kein elektrisch geladener Zaun. Keine Gaskammer. Als wir uns auf einer kleinen Anhöhe waschen wollten, kamen uns zwei magere, kahlgeschorene Gestalten entgegen. Wir lagen uns in den Armen und weinten. Es waren Macho und Anne. Wir fragten nach ihrer Mutter. Anne sagte nur, selektiert. Wir schliefen in großen Zelten. Nach ein paar Tagen tobte schwere Stürme. Die Zelte brachen zusammen. Es gab Verletzte. Wir wurden in Baracken untergebracht. Anne fragte meine Schwester, warum wollen Sie, dass wir wie Tiere werden? Meine Schwester antwortete, weil Sie selbst Raubtiere sind. Auschwitz war die organisierte Hölle. Bergen-Belsen, die Hölle ohne Gnade. Manchmal gab es tagelang nichts zu essen oder zu trinken. Dann kam mal wieder etwas. Und jeder musste sehen, wo er etwas herkriegte. Es war Dezember geworden. Eines Tages bekamen wir ein extra Stückchen harzer Käse, ein bisschen Margarine und ein extra Stückchen Brot. Es war Weihnachten. Wir waren drei holländische Schwesternpaaren zusammen und wollten St. Niklaus, Chanukka und Weihnachten auf unsere Weise feiern. Meine Schwester hatte Kartoffelschalen organisiert. Anne hat ein Stückchen Knoblauch aufgegabelt. Ich hatte vor Blockältesten gesungen und dafür eine Handvoll Sauerkraut bekommen. Eine hatte eine Mohrrübe, eine rote Rübe. Wir hatten unser bisschen Brot vom Munde gespart. Jede von uns hatte für die andere mit diesem Brot eine kleine Überraschung vorbereitet. Die Kartoffelschalen rösteten wir an einem kleinen Ofen. So feierten wir. Wir haben gesungen, auch fröhliche Lieder. Wir haben uns Geschichten erzählt und uns ausgemalt, was wir alles tun würden, wenn wir wieder nach Hause zurückkommen. Aus dem holländischen Familienlager kamen etwa 60 Frauen und Kinder zu uns ins Straflager. Die Männer waren auf Transport gegangen. Meine Schwester und ich wurden als Pflegerinnen eingesetzt. Dafür bekamen wir ein Stückchen Brot extra. Und wir kamen in einem anderen Block. Aber wir schauten oft nach Anne, Macho und die andere holländische Mädchen. Im Januar und Februar war es bitterkalt. Es lag hoher Schnee. Es gab immer weniger zu essen. Es herrschte ein völliges Durcheinander. Hunger und Flecktyphus breiteten sich aus. Und wir hatten fast keine Kleidung. Jemand erzählt uns, es muss im März gewesen sein, dass Anne und Macho ins Revier gegangen waren, in die Krankenbaracke. Dort konnte sie zu zweit auf eine Pritsche liegen. Macho hatte hohes Fieber und war von der Pritsche gefallen. Als wir nach einigen Tagen wiederkamen, war die Pritsche leer. Wir wussten, was das bedeutete. Wir haben sie gesucht und gefunden. Wir legten sie in eine Decke, trugen sie zur großen Grube und warfen sie dort hinein. So konnten sie nicht geschändet werden. Das war alles, was wir noch für sie tun konnten. Wir fieberten alle. Am 16. April wurde Bergen-Belsen von den Engländern befreit. Ich weiß nichts mehr davon, war bewusstlos und wog 28 Kilo. Anne Macho und Millionen Kinder wurden grausam, sinnlos umgebracht. Sie liebten das Leben, so wie wir alle. Aber uns, die wir sie gekannt haben, und besonders euch, die ihr heute jung seid, soll sie unvergessen bleiben. Für uns ist Überleben eine Verpflichtung. Stille, stille Lumme schweigen, quorim wachsen do,
haben sie verpflanzt, die Sonne im grünen See zum Blut. S'fieren wegen zu Banner zu, s'fiert kein Weg zurück. Ist der Tate wo verschwunden und mit ihm das Glück. Stiller Kind, meins Wehen, die Stolz, es helft nicht gegen Gewehen. Unser Unglück werden die Sonne im See wie nicht verstehen. S'haben Brege seuch die Jammen, s'haben Twiese seuch zusammen. Noch zu unser Pein kein bissel Schein, kein bissel Schein. Frühling auf'n Land gekommen und uns Herbst gebracht. Ist der Tag kein voll mit Blumen und seht nur die Nacht. Goldig scheint der Herbst auf Stammen, blüht in uns der Zar. Bleibt verjusumt wo am Mame, das Kind geht auf Panar. Wie die Wilja geschmitte Tag geplockt im Pein, ziehen Krise ist durch Litiz den Jammer rein. Zwette Heuscher wut zerrunden von der finster leichten Sonnen. Reiter, komm geschwind, dich ruft dein Kind. Dich ruft dein Kind. Stille, stilles Quellen qualen uns in Herz herum. Bis das teuer Wett nicht fallen sein, wir mussten stumm. Freinicht ging sich, es ist ein Schmeichel, jetzt vor uns verrat. Send im Frühling soll der Säune wie in Herbst ein Blatt. Soll der Qual sich ruhig fließen, stiller sei und hoff. Mit der Freiheit kommt der Tate. Schlaf, schick ihm mein Schlaf, wie die Wilja aber freite, wie die Bäume grün beneite, leicht bald Freiheitslicht auf dein Gesicht, auf dein Gesicht. Ja, ba 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 bai bum, ja ba bai 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 bum, ja ba 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 bum, ja ba 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 bai bum. Es ist nicht da kein Nächten, es ist nicht da kein Morgen, es ist nur da ab in alle Heint, stört uns nicht mit Sorgen. Siehst nur da a Pintele heint, stört uns nicht mit Sorgen. Bei dei rei dei dei dei, bei dei dei, oi wei. Dei dei rei dei dei dei, dei rei dei dum. Tra-na-na-na-na-na-na-na-na, tra-na-na-na-na-na, oi wei. Tra-n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 a, tra-na-na-na-na-na-wei. Es ist nicht da kein Nächten, es ist noch nicht da kein Morgen, es ist nur da a Pintele heint, stört uns nicht mit Sorgen. Es ist nur da a Pintele heint, stört uns nicht mit Sorgen. Ja, bei dir, da, di, da, bei dir, da, hoi, wei. Bei dei 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 bum. Tra na 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 na, tra na 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 oi vai. Tra na 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 na, tra na 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 vai. Es ist nicht da kein Nächten und Äschen nicht da kein Morgen. Siehst nur da a Pintele heint, stört uns nicht mit Sorgen. Untertauchen und Verschwinden sind jetzt so alltägliche Begriffe wie früher Vaters Hausschuhe,
die im Winter am Ofen auf ihn warten. Organisationen wie zum Beispiel Frei Nederland fälschen Personalausweise, sorgen für ein sicheres Versteck, versorgen ihre Schützlinge dann mit Geld- und Lebensmittelkarten und verschaffen den christlichen Jungs, die sie haben untertauchen lassen, Arbeit bei zuverlässigen Meistern oder Betrieben. Es ist bewundernswert, mit welcher Besonnenheit und Uneigennützigkeit diese Arbeit geleistet wird von Menschen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens anderen helfen und viele retten. Strämlenfeigel auf die Zweigen, schlaf mein teuer Kind. Bei dein Wiegel, auf dein Narre, sitzt das Fremde und singt. Bei dein Wiegel, auf dein Narre, sitzt das Fremde und singt. Ei, Lulu, ei, Lulu, Lu. Sist dein Wiegel, wo gestanden, ausgeflochten von Glück. Und dein Tate und dein Mame kommen schon keinmal nicht zurück. Und dein Tate und dein Mame kommen schon keinmal nicht zurück. Ei, Lulu, ei, Lulu, Lu. Hab gesehen dein Mame laufen unter Augen von Stein, über Felder ist geflogen ihr verjossenter Gewinn. Über Felder ist geflogen ihr verjossenter Gewinn. Ei, Lulu, ei, Lulu, Lu. Siehst dein Wiegel, wo gestanden, ausgeflochten von Glück. Und dein Tate und dein Mame kommen schon keinmal nicht zurück. Ei, Lulu, ei, Lulu, Lu. 27. Februar 1943. Henk hat den Hirtenbrief der Bischöfe mitgebracht, der in allen Kirchen verlesen wurde. Er ist großartig und feuert die Menschen an. Bleibt nicht ruhig, Niederländer. Jeder muss mit seinen Waffen kämpfen für die Freiheit von Volk, Vaterland und Religion. Helft, gebt, zögert nicht. So predigen sie. Ob es hilft? Unseren Glaubensgenossen sicher nicht. Sämtliche Studenten sollen eine Loyalitätserklärung unterschreiben und sich mit den Maßnahmen der Besatzungsmacht einverstanden erklären. Dann dürfen sie weiter studieren. 80% haben es nicht fertiggebracht, gegen ihr Gewissen zu handeln und ihre Überzeugung zu verkaufen. Die Folgen sind nicht ausgeblieben. Alle Studenten, die nicht unterzeichnet haben, müssen nach Deutschland zur Zwangsarbeit. Was bleibt von der holländischen Jugend übrig, wenn das so weitergeht? Etwas Feines ist auch passiert. Der Arbeitsnachweis ist durch Sabotage in Brand geraten und einige Tage später das Einwohnermeldeamt. Männer in deutschen Polizeiuniformen haben die Wachposten überwältigt und dann die wichtigsten Kartotheken verschwinden lassen, so dass jetzt das Auffinden und Aufrufen der Menschen sehr erschwert ist. Kopers erzählte uns, dass das Einwohnermeldeamt bei dem Brand noch extra schlimm zugerichtet worden ist. Anstatt das Feuer nur zu löschen, hat die Feuerwehr das ganze Gebäude so unter Wasser gesetzt, dass der Schaden nun noch viel größer ist. Wir waren damals in Huizen untergetaucht, etwa 25 Kilometer südlich von Amsterdam. Ich hatte als Dienstverweigerer der faschistischen Wehrmacht unter falschem Namen ein großes Sommerhaus gemietet, wo wir viele Verfolgte unterbringen konnten.
Mit Hilfe eines Gemeindebeamten war es sogar möglich, dass wir offiziell echte Ausweise auf unsere falschen Namen bekommen konnten. Der Widerstandskampf wurde in sehr viel verschiedenen Formen geführt, auch mit den Mitteln der Kunst. Viele, darunter sehr bedeutende Künstler, weigerten sich, in die faschistische Künstlerorganisation einzutreten, die Kulturkammer. Daher durften sie nicht öffentlich auftreten und sie zogen sich in Privathäuser zurück und gaben sehr viele illegale Hauskonzerte. Auch wir traten in solchen Hauskonzerten auf, vor allem mit damals verbotener Musik. Ich spielte Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, von Chopin. Ja, auch Chopin war verboten. Sowjetische Musik, Schostakowitsch, Prokofjew. Und wir gaben Programme mit jiddischen Liedern. Übrigens ist mir kein einziger Fall bekannt, dass ein illegal auftretender Künstler denunziert wurde. Sag nicht, geh mal, lass die Geste im letzten Weg. Gott Himmler bleiende Verstellen bleue Teg. Kommen wird noch unser ausgebängte Schock. Es wird ab heute und unser Trott mir seinen da. Kommen wird noch unser ausgebängte Schock. Es wird ab heute und unser Trott mir seinen da. Vom grünen Palmenland bis im weiten Land von Schnee. Wir kommen und mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist, da spritzt von unser Blut. Da wird spritzen unser Gure, unser Mut. Und wo gefallen ist, da spritzt von unser Blut. Da wird spritzen unser Gure, unser Mut. Der Frühmorgen wird begilden uns dem Heind. Unser Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und neu versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Ja, Parol, so gein das Lied von dort zu dort. Und heute zusammen wird die Sonne in dem Kajor. Ja, Parol, so sein das Lied von dort zu dort. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von der Vögel läuft er frei. Es hat der Volk zwischen Fallen die gewinnt. Das Lied gesungen mit einer Ganne in die Hand. Zott der Volk zwischen Fallen die gewinnt. Das Lied gesungen mit einer Ganne in die End. Sag nicht, geh mal, lass die Geist im letzten Weg. Gott Himmler bleien und verstellen bläue Teg. Kommen wird noch unser ausgebängte Schau. Das Wetter abheugt und unser Trott mir seinen da. Kommen wird noch unser ausgebängte Schau. Das Wetter beugt und unser Trott mir seinen da. Dienstag, 6. Juni 1944. Liebste Kitty, this is the day, sagte um 12 Uhr das englische Radio. Und mit Recht, das ist der Tag. Die Invasion hat begonnen. Das Hinterhaus ist im Taumel. Soll denn nun endlich die lang ersehnte Befreiung nahen? Die Befreiung, von der so viel gesprochen wurde, die aber doch zu schön ist, zu märchenhaft, um jemals Wirklichkeit zu werden. Wird uns dieses Jahr 1944 den Sieg bringen? Wir wissen es noch nicht. Aber die Hoffnung belebt uns, gibt uns wieder Mut, macht uns wieder stark. Vielleicht, sagt Macho, kann ich September oder Oktober doch wieder zur Schule gehen. Liebe Kitty, mein Verlangen, mit jemandem zu sprechen, wurde so stark, dass ich weiß nicht warum, mir Peter dazu ausersehen habe. Es war mir jedes Mal wunderlich zumute, wenn ich in seine dunkelblauen Augen sah und ihn mit seinem Lächeln um den Mund beobachtete. Daraus konnte ich so gut in seinem Inneren lesen. Auf seinem Gesicht stand seine ganze Unsicherheit und Hilflosigkeit. Und doch gleichzeitig ein Anflug vom Bewusstsein seiner Männlichkeit. Diese Verlegenheit ließ mich ganz sanft werden und immer wieder seine Augen suchen. Aber der Abend ging vorbei
und nichts geschah. Wenn ich abends im Bett liege und mein Gebet mit den Worten ende, ich danke dir für all das Gute und Liebe und Schöne, dann jubelt es in mir. Dann denke ich an all das Gute, unser Verschwinden, meine Gesundheit, an das Liebe, Peter und das, was noch zart und empfindsam ist, so dass wir beide es noch nicht zu berühren wagen, an das, was einmal kommen soll, die Liebe, die Zukunft, das Glück. Das Schöne, das die Welt umfasst, Natur, Kunst, Schönheit und alles Große, was damit verbunden ist. Hier liegt auch der Unterschied zwischen Mutter und mir. Wenn man schwermütig ist, gibt sie den Rat, denke an all das Elend in der Welt und sei dankbar, dass du es nicht erlebst. Meiner Ansicht nach ist Mutters Rat falsch, denn was willst du tun, wenn du selbst ins Unglück kommst? Dann bist du verloren. Ich hingegen finde, dass selbst da immer noch was Schönes bleibt. Die Natur, die Sonne, die Freiheit und das, was in dir selbst ist. Daran musst du dich halten. Dann findest du dich selbst wieder und findest Gott. Dann behältst du dein Gleichgewicht. Und wer selbst glücklich ist, wird auch andere glücklich machen. Wer Mut und Vertrauen hat, wird im Unglück nicht untergehen. Liebe Kitty, es war ein wichtiger Tag für mich. Ich war entschlossen, mich mit Peter auszusprechen. Er stand links vom offenen Fenster, ich ging auf die rechte Seite. Es lässt sich viel besser im Halbdunkel sprechen als bei Beleuchtung. Ich glaube, Peter findet das auch. Wir haben uns so viel erzählt. So viel, dass ich es nicht alles niederschreiben kann. Aber es war wunderschön. Der schönste Abend, den ich seit unserem Hiersein verlebte, sagte er. Womit denn? Fragte ich sehr erstaunt. Mit deiner Fröhlichkeit. Das war das Schönste, was er mir sagen konnte. Es war herrlich. Er hat mich als guten Kameraden schätzen gelernt, und das ist genug. Ich habe keine Worte dafür, wie dankbar und wie froh ich bin. 28. April 1944. Liebe Kitty, gestern Abend saßen wir zusammen, wie gewöhnlich auf dem Sofa, einander in den Armen. Da glitt die alte Anne plötzlich weg. Und eine zweite Anne war da. Die zweite Anne, die nicht vergnügt und übermütig ist, die nur lieb haben will und sanft sein. Um 8:30 stand ich auf und ging ans Fenster, wo wir uns immer verabschieden. Ich zitterte noch. Ich war noch Anne Nummer 2. Er kam mir nach. Ich schlang meine Arme um seinen Hals und küsste seine linke Wange. Als ich ihm auch einen Kuss auf die rechte Wange geben wollte, begegnete mein Mund dem seinen. Taumelnd drängten wir uns aneinander. Noch einmal und noch einmal, um nie mehr aufzuhören. Oh, Peter, was hast du mit mir gemacht? Was willst du von mir? Wo soll das hin? Bin ich wirklich erst 14? Bin ich noch ein dummes Schulmädchen? Bin ich wirklich in allem so unerfahren? Ach, es ist so schwer. Immer liegen Herz und Verstand im Streit, jedes muss zu seiner Zeit sprechen. Aber weiß ich auch sicher, dass ich die Zeit richtig gewählt habe? Herr Nordi, schön Mädele, Herr Nordi, fein Mädele,
Was wisstet ihr in a weiten Weg? Was wisstet ihr in a weiten Weg? Ich will gehen in alle Gassen und will schreien, Wäsch zum Waschen, hab ich mit dir zusammen sein, hab ich mit dir zusammen sein. Herr Nordisch ein Mädele, Herr Nordisch fein Mädele, auf was willst du schlafen in a weiten Weg? Auf was willst du schlafen in a weiten Weg? Ich bin noch eine junge Frau, ich kann schlafen auf a Bintele Streu. Hab ich mit dir zusammen sein, hab ich mit dir zusammen sein. Herr Nordisch ein Mädel, Herr Nordisch fein Mädel, mit was wird sie sich zidecken in a weiten Weg? Mit was wird sie sich zidecken in a weiten Weg? Der Teufel im Himmel wird mich zudecken, die Feigelech werden mich aufwecken. Hab ich mit dir zusammen sein, hab ich mit dir zusammen sein. Herr Nordisch ein Mädele, Herr Nordisch fein Mädele, was wirst du essen in a weiten Weg? Was wirst du essen in a weiten Weg? Bräut mit Salz will ich essen, Taten und Mammen will ich vergessen. Hab ich mit dir zusammen sein, hab ich mit dir zusammen sein. 3. Mai 1944. Liebe Kitty, du kannst sicher verstehen, dass hier oft ganz verzweifelt gefragt wird, warum? Wofür ist überhaupt Krieg? Warum können die Menschen nicht im Frieden leben? Warum all die Verwüstungen? Warum werden täglich Millionen für den Krieg verwendet, aber für die Heilkunde, die Künstler und auch die Armen ist kein Pfennig verfügbar? Warum sind die Menschen so töricht? Wir leben alle, aber wissen nicht, warum und wofür. Wir leben alle verschieden und doch gleich. Wir leben alle mit dem Ziel, glücklich zu werden. Wir haben allen Grund, auf ein gutes Leben zu hoffen, aber wir müssen uns das auch selbst verdienen. Und das wird nie auf bequeme Weise zu erreichen sein. Glück verdienen heißt dafür arbeiten und gut sein und nicht spekulieren und faul sein. Faulheit mag sehr angenehm scheinen. Arbeit gibt Befriedigung. Menschen, die nicht gern arbeiten, sind für mich unbegreiflich. Früher habe ich immer bedauert, nicht gut zeichnen zu können. Aber jetzt bin ich überglücklich, dass ich wenigstens schreiben kann. Ich will weiterkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, so leben zu müssen wie Mutter, Frau van Daan und all die anderen Frauen, die wohl ihre Arbeit tun, aber später vergessen sind. Ich muss neben Mann und Kindern noch etwas haben, dem ich mich ganz widmen kann. Mit dem Schreiben löst sich alles. Mein Kummer schwindet, der Mut lebt wieder auf. Aber... Und das ist die große Frage. Werde ich jemals noch etwas Bedeutendes schreiben? Werde ich Journalistin oder Schriftstellerin werden können? Ich hoffe es. Ich hoffe es von ganzem Herzen. Nach dem Krieg will ich auf jeden Fall ein Buch herausgeben, das Hinterhaus. Ob das glückt, ist noch die Frage, aber mein Tagebuch ist die Grundlage dafür. Außer dem Hinterhaus habe ich noch mehr Ideen. Singe mir a Liederlein Jiddisch.
der Wecken soll es freit und nicht kein Chedisch. Als alle Menschen, groß und klein, sollen es verstehen. Von Mäul zu Mäul, das Liederle soll gehen. Euer Liederle und Siftzen und Tränen. Sing also, als alle sollen hören, als alle sollen sehen, ich leb und singen kann, schöner noch und besser wie gewann. Spiel, spiel, Klezmerl, spiel, weiß schon, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, ein Liederle vor mir, oi spiel an Igendl, mit Herz und mit Gefühl. Spielte mir ein Liedl wegen Scholem, soll schön sein, Scholem, nicht kein Cholem. Als alle Völker groß und klein, sollen Tacke sich verstehen und Kriegen und Milchames sich begehen. Euer Lamm, wir singen das Liederle zusammen. Als guter Freund, als Kinder von den Mamen. Mein einziger Verlang soll klingen frei und frank. Und alle Mens Gesang, euch mein Gesang. Spiel, spiel, Klezmerl, spiel. Weiß schon, was ich mein und was ich will. Spiel, spiel, ein Liederle vor mir. Ich spiel an Igendl mit Herz und mit Gefühl. Ba 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 bum. Ba 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 bum bum. Als alle Völker, groß und klein, sollen Tacke sich verstehen. Und Kriegen und Milchumes sich begehen. Juli 1944. Liebe Kitty, es ist ein Wunder, dass ich all meine Hoffnungen noch nicht aufgegeben habe, denn sie erscheinen absurd und unerfüllbar. Doch ich halte daran fest, trotz allem, weil ich noch stets an das Gute im Menschen glaube. Inzwischen muss ich meine Ideale hochhalten. In den Zeiten, die kommen, werden sie dann vielleicht doch noch ausführbar sein. Anne. Am 4. August fiel die grüne Polizei ins Hinterhaus ein. Alle Versteckten wurden gefangen genommen. Die Gestapo durchwühlte das ganze Haus. Zwischen alten Büchern, Zeitschriften und Zeitungen, die achtlos liegen geblieben waren, fand man später Annes Tagebuch. Ich bezeuge, ich war dort. Ich litt und halte mein Zeugnis aufrecht. Sollte es niemanden geben, der sich erinnert. Ich bin's, der erinnert, auch wenn keine Augen mehr auf Erden sind. Ich werde weiterhin sehen und niedergeschrieben wird bleiben hier jenes Blut. Jene Liebe wird hier weiter glühen. Es gibt kein Vergessen, meine Herren und Damen. Und
durch meinen versehrten Mund.